18 Uhr ist es an diesem Freitagabend. Herzlich willkommen bei Ron und stellvertretend für die komplette Redaktion. Tina, machen wir die Woche zu. Mit welchen Themen? Wir kümmern uns um die Flüchtlingsunterkünfte. Viele Privatpersonen nehmen ja ukrainische Flüchtlinge auf und auch Hotels. Aber stellt sich immer wieder die Frage, werden denn Kosten für Kost und Logis auch erstattet? Versuchen wir zu klären. Außerdem kümmern wir uns ums Theater. Das geht nämlich wieder los, aber ohne Maske, wohlgemerkt, ab Sonntag. Aber so richtig glücklich sind die Theater noch nicht, denn die Corona-Pandemie wirkt sich weiterhin auf die Zuschauer aus. Das alles jetzt hier bei Ron. Der Ukraine-Krieg geht mittlerweile mehr als einen Monat und ein Ende ist einfach nicht absehbar. Immer mehr Menschen verlassen das Land, ziehen eher ins nähere Ausland, kommen aber auch nach Deutschland. Und Deutschland hat schon einige Geflüchtete aufgenommen, Baden-Württemberg beispielsweise. 35.000 sind das da mittlerweile, die dort eine Unterkunft gefunden haben. Und in Rheinland-Pfalz sind es 14.500 Geflüchtete. Dazu kommen jene, die beispielsweise in bei Privatpersonen oder Hotels unterkommen. Viele Menschen wollen ja helfen, stellen Wohnraum zur Verfügung. Und die meisten fragen dabei auch gar nicht nach finanzieller Unterstützung. Aber eben dieser Punkt ist oft nicht geklärt. Bekommen Privatpersonen oder Hoteliers die Kosten für ihre Unterkunft und Lebensmittel erstattet? Darüber hat Moritz Voss mit dem Landrat des Landkreises Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld, gesprochen. Jeden Tag kommen ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland, auch nach Rheinland-Pfalz und auch in den Landkreis Bad Dürkheim. Herr Ihlenfeld, wie viele Schutzsuchende wurden denn bisher in Ihrem Landkreis untergebracht? Also bei uns sind inzwischen 776 ukrainische Flüchtlinge im Landkreis erfasst. Wir haben davon 22 Personen aus den Aufnahmeeinrichtungen des Landes bekommen. Man muss klar sehen, es gibt unterschiedliche Wege, wie Geflüchtete hierher kommen. Entweder sie werden abgeholt in den Krisengebieten oder in Polen, oder sie kommen auf eigene Faust hier, oder sie kommen direkt zu Verwandten. Und viele haben sich auch bei uns noch nicht gemeldet, weil sie zunächst einmal die Möglichkeit haben, sich 90 Tage in Deutschland ganz frei wie ein Tourist zu bewegen. Wie viele sind denn davon in Privatunterkünften und wie viel davon in Hotels untergebracht? Also insgesamt untergebracht, es sind 750 Personen in privaten Unterkünften. Einzelne befinden sich auch in Hotels. Viele befinden sich oder etliche befinden sich auch in Hotels noch auf privater, auf eigener Basis. Nur dann, wenn wir tatsächlich eine Belegung vornehmen in den Hotels, kann da natürlich auch eine Kostenerstattung erfolgen. Stichwort Kosten. Wer übernimmt denn die Kosten, wenn Privatpersonen oder Hoteliers eine Unterkunft zur Verfügung stellen? Die Betroffenen müssen sich dann an ihre Verbandsgemeinde, Gemeinde oder Stadt wenden und dort diese Erstattung der Kosten beantragen. Diese Kosten werden übernommen, natürlich in einem bestimmten Rahmen. Da gibt es entsprechende Sätze dafür. Viele Private haben auch mit den Flüchtlingen, die sie untergebracht haben, dann auch Mietvereinbarungen abgeschlossen als Grundlage für eine Erstattung. Sie sagen, Sie bekommen das dann erstattet. Wann bekommt man das Geld erstattet? Gibt es da einen Rahmen schon? Ich gehe davon aus, dass das so funktionieren kann, wie es auch funktioniert hat vor einigen Jahren, als die große Flüchtlingswelle war, dass nämlich die privaten Unterkunftgeber dann sehr schnell auch ihre Unterkunftskosten erstattet bekommen. Wo bekommen denn Privatpersonen Hilfe zur Hilfe? Kinder sollen in Schulen, Kinder sollen in Kindergarten, alle brauchen eine Aufenthaltsgenehmigung. An wen können sich die Menschen denn bei all den Fragen wenden? Es gibt sehr viele Ehrenamtler, die unterwegs sind, die auch vor Ort sich dann um die Betroffenen kümmern. Da ist mittlerweile in den einzelnen Gemeinden eine entsprechende Struktur gewachsen. Dort wendet man sich auch hin, wenn es um den Schulbesuch geht oder um die Frage, ob ein Kindertagesstättenplatz zur Verfügung steht. Hier muss man aber klar sagen, unsere Kindertagesstätten sind weitestgehend voll. Es gibt Wartelisten und im Moment wird auch mit dem Land noch intensiv darüber diskutiert, wie es bewerkstelligt werden kann, dass hier Plätze zur Verfügung gestellt werden, möglicherweise auch dadurch, dass größere Räume angemietet werden, in denen eine Kinderbetreuung dann stattfinden kann. Viele offene Fragen, die noch zu klären sind. Herr Ihlenfeld, ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank.
Das muss jetzt auch nicht jeder gleich Flüchtlinge aufnehmen, aber helfen kann jeder. Beispielsweise spenden, da wäre die Möglichkeit bei RTL, wir helfen Kindern und da haben sie verschiedenste Möglichkeiten. Entweder schicken sie eine SMS mit dem Stichwort Ukraine an die 44844, 10 Euro spenden sie damit automatisch oder sie sehen auch den Barcode hier eingeblendet, den können sie auch fix mit ihrer Kamera scannen oder sie gehen auch direkt auf rtl-wir-helfen-kindern.de. Die Gelder, die kommen definitiv an. Mittlerweile sind das mehr als 24 Millionen Euro, die da zusammengekommen sind. Wir wechseln das Thema und schauen auf das Mannheimer Rhein-Neckar-Theater. 10 Jahre wird es in diesem September alt und eigentlich sollte das ein absolutes Feierjahr werden. Aber diese 2 Jahre Corona-Pandemie, die machen dem Haus ganz schön zu schaffen. Schleppende Ticketverkäufe beispielsweise. Larissa Hoffmann über eine gebeutelte Branche. Das ist die Legende von Margarita Juani. Endlich wieder auf der Bühne stehen. Wieder das machen, wofür man brennt. Corona hat es vielen Schauspielern unmöglich gemacht, ihren Beruf auszuüben. Jetzt laufen die Proben wieder auf Hochtouren. Ich freue mich auf ein hoffentlich volles Haus. Volles Haus mit viel Publikum. Ich freue mich darauf, wieder auf der Bühne stehen zu können und das zu machen, was ich leidenschaftlich mache. Leute abzuholen, zum Lachen zu bringen. Und dafür braucht es eben auch Leute, die ins Theater kommen. Und genau das ist das Problem. Nachdem das Rhein-Neckar-Theater Mannheim mehr als 2 Jahre nur Videostreams oder 2 Mannstücke anbieten konnte, wären Auftritte jetzt eigentlich wieder normal möglich. Aber die Zuschauer bleiben aus. Viele trauen sich jetzt noch nicht aufgrund von Ansteckungsgefahr ins Theater. Viele Gäste, und das ist uns auch schon passiert, brechen einfach gruppenweise weg, weil sich einer in der Gruppe infiziert hat und plötzlich durch die Quarantäneregeln fallen dann hier 40 Gäste auf einmal aus und dann ist es unwirtschaftlich zu spielen. Hinzu kommt, dass sich auch die Schauspieler reihenweise anstecken. Aufführungen müssen abgesagt werden. Das soll sich schnell ändern, denn keine Engagements bedeutet auch kein Geld. Obwohl Überbrückungshilfen und Spenden den Künstlern finanziell halfen, wurden Existenzängste statt Bühnenproben für sie zum Alltag. Es brach der komplette, die komplette Einkommensquelle brach weg. Es war gar nichts da. Man konnte überhaupt gar nichts verdienen. Es hatte ja alles zu, vor allem während der Lockdowns. Dann machte man auf, aber auch da war es schleppend. Viele Künstler haben sich deshalb übergangsweise Alternativen gesucht oder ihren Beruf komplett aufgegeben. Es gibt Kollegen, die weggegangen sind aus diesem schauspielerischen, künstlerischen Berufen und auch nicht mehr wiedergekommen sind, die jetzt in anderen Berufen, in sichereren Berufen arbeiten als in der brotlosen Kunst. Das gibt es. Es gibt die Menschen, die jetzt so eine hybride Form für sich gefunden haben, die jetzt eben teilweise beim Metzger arbeiten oder im Callcenter und dann abends nur noch auf die Bühne gehen. Eine schwierige Zeit für die gesamte Branche, die sich die Künstler nicht noch einmal wünschen. Seine Gäste möchte das Rhein-Neckar-Theater deshalb so schnell wie möglich wieder für ihre Aufführungen begeistern. Ganz viel unter die Leute gehen. Wir werden auf dem Stadtfest sein, wir werden auf dem Maimarkt sein. Wir werden uns aufhübschen, in Stöckelschuhe schmeißen, in Kleidchen schmeißen und werden Spielpläne verteilen, so viel wir austeilen können. Bereits am Donnerstag startet die Premiere des Stücks total abgehoben. Das Rhein-Neckar-Theater hofft dann auf viel Publikum, damit sich die Proben auch endlich mal wieder gelohnt haben. Wir vertiefen das Thema mit Thorsten Weckerlin. Er ist Präsidiumsmitglied im Deutschen Bühnenverein. Grüße Sie, also Schauspiel. Das ist ja eigentlich ein Thema. Leid spielt da immer eine zentrale Rolle. Aber wie real ist dieses Leid momentan bei Ihnen? Ja, natürlich ist es seit 2 Jahren arg eingegrenzt, das muss ich schon sagen. Das tut mir auch leid, besonders für die Schauspielerinnen und Schauspieler bundesweit, aber auch für das Publikum. Und jeder weiß es ja, Homeoffice, Entschleunigung, weniger Kontakte, das bestimmt ja seit etwa 2 Jahren die Corona-Wirklichkeit hier bei uns in Deutschland. Und das ist der Grund, warum ich mich übrigens jetzt auch sehr freue am 3. April, dass wenigstens die Maske jetzt mal wegfliegen kann. Ist es denn auch wichtig tatsächlich für das Publikum, also dass vielleicht auch so eine Zugangsbeschränkung oder eine Zugangshürde dann weg ist, also dass man sich einfach wieder etwas freier im Publikum dem Theater widmen kann? Es ist natürlich so, dass jedes Publikum ist völlig heterogen. Da gibt es die ängstlichen Besucher und Besucherinnen und da gibt es die, die einfach sich
die Maske vom Leib reißen wollen und auf die Stühle stürzen. Das ist auch bei uns hier in Tübingen so. Ich finde es bloß richtig, jetzt nach dieser Phase, nach dieser langen zweijährigen Phase, diese Sache auch mal umzusetzen, die da in Berlin bestimmt wurde, nämlich die Maskenpflicht in den Innenräumen von Museen, Kunst und Supermärkten abzuschaffen. Jetzt gibt es ja ein Hausrecht entsprechend. Also die baden-württembergische Regierung hat auch empfohlen, von diesem Hausrecht Gebrauch zu machen, sagt also, wir empfehlen auch den Gästen, die Maske zu tragen. Ist das so eine Situation, von der aus Sie sagen können, so können wir wieder Theater für die Zukunft entwickeln? Ja, finde ich schon. Also viele Kollegen und Kolleginnen von mir hier in Baden-Württemberg haben übrigens von dem Hausrecht Gebrauch gemacht und werden ab Sonntag die Maskenpflicht verlängern. Wir hier in Tübingen machen das nicht. Im Bühnenverein haben wir das auch kontrovers diskutiert. Ich habe nur das Gefühl, und das war seit 2 Jahren so, auch unter wirklich dieser tollen Unterstützung durch den Deutschen Bühnenverein, dass die Häuser, die Theaterräume und die Museumsräume und die Kinoräume eigentlich relativ sicher sind. Wenn ich vor 2 Wochen ein Fußballspiel sehe hier bei uns in Stuttgart gegen Augsburg, 60.000 Besucher und Besucherinnen waren da, keiner hatte eine Maske auf, es wurde rumgegrölt, das wird bei uns übrigens nicht so gemacht, im Theater, das ist noch ein bisschen gepflegter, dann sehe ich es einfach nicht mehr ein, warum unser Publikum, was wirklich tapfer durch diese Pandemie gegangen ist, die Maske nicht absetzen darf, wenn sie es darf. Die, die Angst haben, kein Problem. Wir haben im Foyer weiterhin einen großen Karton mit tollen Masken mit unserem LTT-Logo drauf und die können natürlich die Masken anbehalten. Dann haben wir die Abstandsregeln immer noch bei uns im Haus. Wir achten darauf, dass im Parkett immer Plätze frei bleiben, sodass wir ca. 60% der Stühle auch verkaufen können. Und das gibt wieder eine Form von Sicherheit, glaube ich, auch für die meisten, die vielleicht noch ein bisschen scheu sind. Ansonsten gibt es tolle Klimaanlagen in unseren Räumen. Sie glauben gar nicht, was für CO2- und Aerosolmessungen wir hinter uns gebracht haben in diesen 2 Jahren. Also wir wurden teilweise Fachleute im Klimawesen. Aber jetzt muss es endlich mal losgehen und ich finde das sehr schön, dass wir hier in Tübingen die Maske nicht mehr brauchen. Und wir freuen uns drauf, dass das Schauspiel dann auch wieder entsprechend gewürdigt werden kann. Das war wirklich eine sehr schwere Zeit für Sie und die Kollegen. Herr Weckelin, danke Ihnen vielmals fürs Gespräch. Alles Gute Ihnen. Ich danke Ihnen. Die Unterhaltung haben wir kurz vor der Sendung geführt. Und das hier, nein, das ist kein Bühnenbild, das ist keine Requisite, das ist tatsächlich Natur. Im Odenwald, im Schönbrunner Gemeindewald nämlich, da sind 2 Buchen ineinander gewachsen. Eine 150 Jahre alte Buche hat quasi ihren Ast über die andere gelegt, die 100 Jahre alte Buche, also haben so Kontakt aufgenommen. Und das ist eben ein Phänomen, welches in der Natur nur selten zu beobachten und eigentlich auch sehr untypisch ist. Denn die Bäume sind Individuen, die sich selbst versorgen können. Und trotzdem war es ein Zufall, der die beiden Buchen hier eng miteinander verschlungen hat. Die Verbindung ist nämlich auch so innig, dass eine Trennung die Bäume verletzen würde. Dadurch würde nämlich eine Wunde entstehen, die dem Baum auf Dauer schaden könnte, weil sich an dieser Stelle Pilze oder andere Krankheitserreger bilden könnten. Und wie diese Verbindung überhaupt entsteht, darüber hat uns Forstlauter Klaus Berberich aufgeklärt. Auf der Suche nach Licht treiben die dann einen Ast oder Äste in verschiedene Richtungen. Und wenn dann zufällig ein alter Baum da steht und dann reibt sich quasi dieser Ast in die Rinde des älteren oder anderen Baumes und dort findet dann diese Verbindung statt, zunächst durch eine Verletzung der Rinde. Und dann irgendwann wird in der Regel von dem größeren Baum das überwallt. Und dadurch sieht es so aus, wie wenn die, oder sind natürlich auch für ewig verbunden. Spannende Sache. Noch ein kurzer Blick nach Rheinland-Pfalz. Dort gibt es nämlich erste Schritte der Regierung in Richtung 365-Euro-Ticket, also ein Jahresticket für Jugendliche. Das soll noch in dieser Legislaturperiode kommen. Da gibt es nun eine Kostenanalyse, ein Tarifgutachten. Und die CDU, die Opposition, begrüßt das Ticket zwar, bemängelt aber, dass es zu langsam geht. Weitere Nachrichten fassen Carla Krämer, Lara Pressler und Marius Cimczak zusammen.
Herzlichen Glückwunsch! Der weltweit bekannte Softwarehersteller SAP aus Walldorf feiert heute 50-jähriges Bestehen. Fünf Männer haben damals die Firma namens Systemanalyse-Programmentwicklung gegründet, kurz SAP. Das wohl bekannteste Gründungsmitglied ist Dietmar Hopp. In den folgenden Jahren ist ein Schwergewicht der deutschen Wirtschaft entstanden. Inzwischen gehört SAP zu den wertvollsten Konzernen Deutschlands und ist Europas größter Softwarehersteller. Neue Corona-Regeln. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fallen ab kommenden Sonntag die meisten Maßnahmen gegen Covid-19 weg. Laut der neuen Verordnung müssen Masken nur noch in Bus und Bahnen sowie im medizinischen Bereich getragen werden. Außerdem brauchen die Bürger keine Impfgenesenen oder Testnachweise mehr, um Zugang zu vielen Bereichen zu bekommen. In beiden Ländern wird es auch keine Hotspot-Regelung geben, mit der für bestimmte Regionen schärfere Maßnahmen verhängt werden können. Gigantische Ladung. Im Mannheimer Handelshafen ist heute ein großes Binnenschiff angekommen. Der 80 Meter lange Frachter ist beladen mit Drehrohröfen, die jeweils rund 100 Tonnen wiegen. Die Fracht ist direkt nach der Ankunft im Hafen von Schwerlastkränen auf zwei Schwertransporter umgeladen worden. Wir verladen jetzt auf die Straße mit zwei Schwertransportern. Und heute Nacht gegen 22 Uhr geht es dann die letzten 5 Kilometer auf die Friesenheimer Insel, wo es dann weiter morgen an den Bestimmungsort eingehoben wird. Das Schiff ist vor 9 Tagen in Magdeburg gestartet und hat 850 Fluss- und Kanalkilometer zurückgelegt. Die geladenen Rohre werden in Anlagen zum Recycling von Phosphor aus Klärschlamm verbaut. Klimaarena stellt Programm vor. Heute Mittag hat der Vorstand in Sinsheim die Pläne für das Jahr 2022 präsentiert. Wegen der Corona-Pandemie war die Halle nach der Eröffnung im Oktober 2019 nur wenige Monate für Besucher geöffnet. Nun blicken alle Beteiligten hoffnungsvoll in die Zukunft. Das ganze Team der Klimaarena freut sich natürlich, ja, dass wir jetzt sozusagen einen Neustart machen können, der Klimaarena. Und deswegen haben wir ja auch ein reichhaltiges Programm für dieses Jahr vorgesehen für alle Zielgruppen. Los geht es am 10. April mit dem Tag der offenen Tür. Außerdem sind viele weitere spannende Events, aber auch Sonderausstellungen geplant. In der Klimaarena können Groß und Klein auf spielerische Art und Weise Klima erleben und verstehen. 5 Monate mussten die Herren des Mannheimer Hockeyclubs auf die Fortsetzung der Feldsaison warten. Okay, die haben die Pause ziemlich gut genutzt, sind in der Halle deutscher Meister geworden. Sind also gute Vorzeichen. Jetzt, da es wieder losgeht und auch die Vorbereitungen haben sie entsprechend genutzt. Moritz Voss mit einer Bestandsanalyse. So wie im Januar in der Halle würde MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer auch am liebsten im Mai aufs Podest steigen, um die deutsche Meisterschaft im Feld zu bejubeln. Nach 2017 wäre es der 2. Titel für die Herren des Mannheimer Hockeyclubs. Ich glaube, wenn man Halle Meister wird, Jahre davor immer auf der Endrunde war, dann will man auch jetzt wieder deutscher Meister werden. Und mit diesem Willen sind die Mannheimer ins Trainingslager nach Spanien geflogen. Der Fokus lag vor allem darauf, sich nach 5 Monaten wieder an das Spielsystem auf dem Feld zu gewöhnen und Abläufe abzustimmen. Doch die Vorbereitung lief für das Team von Trainer André Endrich nicht ganz optimal. Wir hatten dort 3 Spiele und eine gute Zeit zusammen, gut für das Teambuilding, das war wirklich positiv. Aber ja, wir hatten viele Covid-Fälle vor dieser Reise, deshalb war die Vorbereitung ziemlich kurz. Keine ideale Situation, aber ich denke, es ist auch schwierig für alle anderen Teams, also bin ich im Allgemeinen zufrieden. In general, I'm satisfied. Nicht zufrieden war der Coach dagegen mit der Entscheidung von Torhüter und Hallen-MVP Jean Danneberg, der bekannt gab, den Club nach dem Sommer zu verlassen. Endrich entschied deshalb bereits in der Feldrückserie auf Danneberg zu verzichten. Er wird nicht mehr für die Mannheimer auflaufen. Er hat die Entscheidung getroffen, das Team nach der Saison zu verlassen und für Köln zu spielen. Und das hat einen großen Einfluss auf unsere Gruppe, auf die Spieler und auf unsere Gruppendynamik. Wir wollen jetzt für die nächsten 10 Wochen den Fokus auf eine gute Atmosphäre legen und sicherstellen, dass wir keine Energie verlieren. Für mich als Trainer war es nicht klar, dass wir diese Ruhe und Harmonie im Team haben können. Peace and harmony. Genau dieser Team-Spirit zeichnet die Mannheimer aus. Der deutsche Meistertitel in der Halle hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. Selbstvertrauen, das der MHC mit in die Rückrunde nehmen möchte. Wir waren in einer richtig guten Stimmung. Jetzt ist die Herausforderung, das Gefühl erneut zu bekommen und erneut zu performen.
Ein entscheidender Faktor wird dafür Gonzalo Payet sein. Der Argentinier führt aktuell mit 25 Treffern die Torschützenliste in der Bundesliga an. Er ist entscheidend, er ist das Fundament unseres Teams. Der gebürtige Argentinier gilt als Weltstar seiner Sportart. Seit 6 Jahren spielt Payet in Mannheim, fühlt sich wohl. Seit wenigen Wochen besitzt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Vergangenes Wochenende gab der Abwehrspieler auch schon sein Nationalmannschaftsdebüt und traf direkt in seinen ersten beiden Spielen. In Mannheim hat man sich für Gonzalo Payet gefreut. Seine Teamkollegen haben sich für ihren Mitspieler einen passenden neuen Namen überlegt. Ja, Günther jetzt, der braucht natürlich auch seinen deutschen Namen. Also den hat er auch gut angenommen, also darf man ihn auch so nennen. Ja, Gonzalo. Nein, Günther, aber es ist nur Spaß. Und ob jetzt Gonzalo oder Günther, ist doch schlussendlich gar nicht so wichtig. Die Stimmung im Team scheint trotz des Abgangs von Danneberg zu stimmen. Ein wichtiger Faktor, wenn man auch im Mai den Meisterschaftspokal in die Höhe stemmen möchte. Wir machen auf jeden Fall Spaß, die Jungs. Wir sind gleich wieder für Sie da und dann schauen wir auf 2 Teilnehmerinnen aus der Region bei Deutschland sucht den Superstar aus der Region. So, Region. Aus der Region auf die große Bühne. Melissa, wir haben uns gerade schon auf das Du geeinigt. Was macht denn da gerade das Anspannungslevel mit dir? Ja, also ich bin sehr aufgeregt und freue mich auf alles, was noch zukommt auf mich. Seid gespannt morgen auf meinen nächsten Auftritt. Es wird wieder richtig heiß. Darauf sind wir gespannt und freuen uns auch wahnsinnig drauf. Also singen, das ist wirklich eine Leidenschaft bei dir. Du hast schon als Kind getrellert, Gesangsunterricht genommen. Was bedeutet Singen für dich? Singen bedeutet einfach Leidenschaft. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Meine Eltern haben beide auch Musik gemacht und das hat mich geprägt. Und ja, die sind jetzt auch sehr stolz, dass ich meinen Weg gehe. Wo liegt denn die große Leidenschaft in der Musik? Also gibt es bestimmte Richtungen, für die du dich besonders interessierst, womit man dich eigentlich immer hinterm Ofen hervorlocken kann? Also wenn ich jetzt eigene Musik produzieren würde, dann würde es in Richtung Hip-Hop gehen auf jeden Fall. Ob jetzt englischsprachig oder deutsch, finde ich beides ganz cool. Genau, aber so große Vorbilder von mir sind zum Beispiel Rihanna oder Ciara. In die Richtung würde es dann gehen. Ja. Jetzt ist natürlich eine solche Casting-Situation eine besondere, weil man eben auch noch lauter Mitbewerber hat. Aber klar, es geht darum, dass du die Jury von dir überzeugen möchtest. Wie willst du das auch künftig weiter anstellen? Ich werde einfach mir selbst immer treu bleiben und immer ich selbst bleiben. Und ja, und dann hoffe ich, dass die Zuschauer natürlich auch das zu spüren bekommen. Ich versuche immer so viel Liebe nach außen rauszustrahlen und ich denke, das kommt auch ganz gut an. Wenn es denn irgendwie einen Song gibt, den du immer hören kannst, im Auto und unter der Dusche oder den du vielleicht am liebsten auch einfach lauthals mitsingst, was ist das? Boah, jetzt muss ich mal überlegen, da gibt es echt ganz schön viele Songs. Aber jetzt so spontan fällt mir ein von Rihanna Only Girl. Gut, ob wir den dann morgen von dir hören, da sind wir jetzt sehr gespannt. Verraten wir nicht allzu viel. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, Melissa. Alles Gute weiterhin für Deutschland sucht den Superstar. Die Daumen sind gedrückt. Dankeschön. Morgen wissen wir also mehr. 20.15 Uhr, dann ist es soweit für Georgia und Melissa. Und jetzt gibt es noch die Aussichten, was das Wetter angeht. Es bleibt ein bisschen frostig. In der kommenden Nacht geht es bei uns schon direkt winterlich weiter mit Schnee bis in tiefe Lagen und örtlich Klettegefahr. Tagsüber begleitet uns das kühle Nass, dichte Wolken bringen weitere Schnee und örtlich Graupelschauer. Zum Abend mischt sich stellenweise Regen unter. Dabei lässt uns der kalte Wind alle etwas frösteln. Im Bergland erreichen die Höchstwerte lediglich 3 Grad, am Rhein 6 Grad. Diese fühlen sich aber deutlich frischer an. Für das restliche Wochenende steht erstmal Wetterberuhigung auf dem Plan. Am Sonntag erwartet uns ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix, dazu wird es schrittweise milder. Die neue Woche präsentiert sich insgesamt sehr wolkig. Der Montag zeigt sich zunächst trocken, am Dienstag steht dann schon wechselhaftes Wetter bereit bei bis zu 10 Grad. Kurze Ergänzung auch noch dazu, der ADAC nämlich warnt, dass man jetzt nicht unbedingt direkt die Sommerschlappen draufziehen sollte. Ne? Der Klassiker von O bis O, genau, Oktober bis Ostern. Genau. Ich habe noch keine Sommerschlappen drauf. Nee, ich auch nicht. Wobei, doch, habe ich. Aber es ist für, also ich, heute Mittag war ich kurz draußen, das ist wirklich eiskalt auf einmal. Ja, also jetzt heißt es einfach übers Wochenende irgendwie sich schöne Gedanken machen. Mit welchen Songs ist das bei dir? Weil ich eben gerade gefragt habe, was geht bei dir immer?
Rock. Rock. Aber ich bin nicht so richtig Musik irgendwie. Nee, okay. Bei mir ist es, kleines Geheimnis, Living on a Prayer von Bon Jovi. Also wenn ich versuche, ein Ohrwurm loszuwerden, das geht immer. Schönes Wochenende Ihnen. Tschüss. Ciao.